Er lag da wie ein nicht umgedrehter Stein, 69 Jahre lang. Ein historischer Schatz von persönlich-sozialem Wert. Ein Code to Hope. Konserviert in einem abgenutzten Blechkasten, rot wie das Erröten durch die Scham der Welt, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, gefunden in Tel Aviv im Februar 2012. Woraus bestand dieser Schatz? Erschreckende Briefe und Fotos, verbunden mit Hoffnung, der Grundlage unseres Daseins. Denn ein Mensch ohne Hoffnung ist wie einer von den Toten. Derjenige, der den Schatz fand, ist ein Autor und künstlerischer Schöpfer, der bewusst die Hoffnung seit einem Jahrzehnt fördert. Er heißt Offa, benannt nach seiner Tante, Ofra oder Sarenka auf Polnisch, was junges Reh bedeutet. Die gleiche Sarenka, die Offas Mutter schrieb und auf einem seltenen und einmaligen Foto zu sehen ist. Ein bekanntes Symbol der Shoah, die Denkmalskulptur in Warschau von Nathan Rappaport. Genau in den Stein eingraviert, den Adolf Hitler für sein eigenes Siegesdenkmal plante. Vorne Mordechai Anilewitsch. Hinter ihm eine Frau schaut auf das Baby in ihren Armen. Ist das niemand als meine Tante Sarenka, nach der ich benannt wurde? War sie das Vorbild des Bildhauers? Die Briefe und Fotos brachten ans Licht, wie die Gruppe auf die junge Frau Sarenka ausgerichtet war, den eigentlichen Geist hinter dem Aufstand. Ihre Briefe deckten auf, dass sie eine Tochter, Maya, zur Welt brachte, die in die Hände anderer übergeben wurde und noch immer nicht gefunden wurde. Was ich über Maya weiß, ist, dass sie am 20. Februar 1941 in Vilnius geboren wurde. Als Tochter von Moshe Kopito und Rachel Sarenka Silberberg. Im Januar 1942 entscheidet Sarenka, Maya in die Hände anderer zu geben, um sich ihresgleichen im Warschauer Ghetto anzuschließen. Sarenka kommt aus Wilna zum Warschauer Ghetto mit zwei Botschaften. Zuerst beschreibt sie den systematischen Völkermord in Wilna und dann gibt sie eine Entscheidung bekannt, den Aufstand gegen die Nazis. Sarenka übergab ihr Baby einer anderen Frau, einer kommunistischen Ärztin, die in einem Waisenhaus in Wilna arbeitete und Majas Namen in Jadwiga Sogak umwandelte. Seitdem ist niemals eine Spur von Maya gefunden worden. Bitte sorgt dafür, dass dieses Video anderen bekannt wird. Vielleicht können wir Maya gemeinsam finden.